Okay. Oh, das war krass. Wow, ich hab's. Oh mein Gott. Leute. Für eine kurze Zeit habe ich vergessen, wie. Nur noch ein paar Blocks. Hey, Spidey. Bleib cool. Nein, nicht. Es ist gefährlich. Mir gefällt Docs Enthusiasmus, aber manchmal bringt er sich in Schwierigkeiten. Ich beeil mich, bevor er sich noch wehtut. Was ist echt denn? Wow. Bin ich jetzt schneller oder was? Hey, hier sieht es ja sehr schön aus. Was ist das? Eine Mall? Ah, komm schon. Boom, Alter, das ist so leibernd. Haben wir auch andere Aufgaben? Wo schaut man sich die Karte an? Hier nicht. Hier? Ha, ja, die Karte sieht man hier. Nichts. Nur Leere. Ah, da steht aber Missionen. Achso, ich habe nur eine Mission. Wow! Leute! Ich weiß, danke schön. Wow, 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 wow. Sorry, sorry, sorry. Spring runter. Okay, gehen wir mal rein. Ich denke noch, ob ich nächstes Mal das mit dem Grüßen. Er hat mich wieder unterbrochen. Sie haben schon angefangen. Die Direktorin der Fachkommission wird bald hier sein. Schon gut, Parker. Ich habe das alles erdacht. Ich komme schon damit zurecht. Die Energiedämpfer. Na super. Oh Mann. Sollen wir abbrechen? Ja. Alter, brich ab. Dr. Octavius, alles okay? Ein weiterer Rückschlag. Aber wir sind nah dran. Ist jemand verletzt? Nein, das war alles meine Schuld. Die Energielevel waren höher als erwartet. In gewisser Weise ist das eine sehr positive Entwicklung. Es riecht aber nicht gerade positiv. Ich versichere Ihnen, die nächste Phase... Lassen Sie uns nichts überstürzen. Können wir das vielleicht irgendwo anders besprechen? Nehmen Sie sich den Rest des Tages frei, Peter. Aber... Wir reden später. Das war eine Katastrophe. Wie konnte der Dämpfer ausfallen? Der Doc hat gesagt, ich soll mir den Tag frei nehmen. Aber ich muss rausfinden, was schiefgelaufen ist. Okay, es gibt nichts anderes zu finden. Gehen wir gleich auf den Punkt. Hol uns den Arm. Das sieht übel aus, mein Freund. Yeah! Okay, das war nicht in Ordnung. Gehen wir weiter. Also da ist ja ein Tablet oder sowas in der Art. Octavius Industries. Wir leben in einem Dachboden. Aber arbeiten uns voran. Okay, warte.
Schaltkreis durchgebrannt. Verdammt. Wenn ich das geprüft hätte, wäre mir das aufgefallen. Okay, ich kenne mich hier aus. Soll dort einen Weg bilden. Achso, hier ist es. Wie drehe ich die? Okay. Noch eines. Geschafft. Okay, das war sehr einfach. Noch eines. Okay, muss die Servosteuerung umleiten. Okay, ist auch nicht so schwer. Ah, okay, verstehe. Zuerst das hier, dann das. Dann kommt das hier. Könnte... Ah, geht nicht mehr. Sehr schön. Okay, und jetzt? Noch eines? Und jetzt die Spannung neu ausgleichen? Achso, verstehe. Dann kommt das hierher. Das daher. Und jetzt muss ich halt zahm rechnen. Einmal plus 2, würde ich mal sagen. Ah, nein. Wie mache ich das weg? Okay, entferne mit Viereck. Einmal das hier, dann das und dann nochmal das. Ergibt 2. Nein, geht nicht. Entfernen. Machen wir... Achso, ich... Es waren 2 zu paar. Jetzt geht es, ja. Hab's nicht bemerkt, dass es 2 Stück von dem gibt. Mal sehen, ob es geklappt hat. So gut wie neu. Die Sonne blendet. Hey, hast du das schon gegessen? Wenn nicht, ich esse das. Doc hat neue Materialien für Prothesen getestet. Ich sollte es mir anschauen, wenn ich Zeit habe. Warum also nicht jetzt? Kann ich jetzt untersuchen den Ort oder? Da ist was. Ich glaube, wir haben hier Modelle jeder erdenklichen Prothese. Hey! Lass mich da interagieren. Unser erster Freiwilliger, Lance Corporal Taxidor, verlor seinen Arm in Übersee und will nur seine Tochter wieder umarmen. Hat er beide Arme verloren? Dann soll die Tochter ihn umarmen. Okay, das war jetzt nicht angebracht. Aber sowas ist wirklich gut für die Menschheit. Prothesen, die sich anfühlen, als würden sie wirklich dem Körper gehören. Die machen was Gutes. Okay, was kann ich hier finden? Da ist was. Hat viele große Durchbrüche gehabt, stand aber immer im Schatten. Meistens von Oscorp. Dieses Mal wird es anders sein. Ja, Oscorp hat ja auch Money. Mein Abschluss. Scheint ewig her zu sein. Ich war Praktikant bei Doc. Durch ihn habe ich erkannt, dass ich im Laborkittel ebenso helfen kann wie in Strumpfhosen. Vielleicht sogar mehr. Das hast du richtig erkannt. Gehen wir mal raus und schauen uns ein bisschen um. Gibt es hier noch was zu entdecken? Da ist was, aber das gehört zur Mission. Dr. Octavius' Optimismus ist wirklich nicht zu erschüttern. Aber er hat recht. Nicht alles klappt am ersten Tag. Nein, zuerst das hier. Peter,
Ich danke nochmal für die Gutachten. Kreuzgutachten sind das Rückgrat der Wissenschaft. Bei der Vorbereitung auf die Anprobe stiegen Zweifel in mir hoch und ich fragte mich, ob das wirklich die beste Methode des Gliedmaßenersatzes sei. Töricht, ich weiß, aber ich frage mich, gibt es einen anderen Weg? Okay, drifte nicht ab vom Wesentlichen. Das gefällt mir nicht, Doc Ock. Viele lange Nächte in diesem Labor. Zum Glück hat Doc immer für Snacks gesorgt. Mehr von den Käsewürfeln wäre allerdings nicht schlecht gewesen. Okay, ein bisschen Musik ist auch nicht schlecht. Ich liebe den Kaffee auf der Arbeit. Gott segne die Zuschüsse. Kann ich eigentlich laufen? Ich kann ja laufen. Hey, da ist ja noch was. Wir versuchen, die Prothesen-Hardware zu verbessern. Ich sollte mir ansehen, was Doc entwickelt hat und das nochmal prüfen. Oh, das ist nicht wenig. Schauen wir uns mal um. Die Granularität des Aktuators verbessern. Ja, das ist auch wieder mal einfach. Und was bekomme ich? Ganz glatte Reaktion. Nur 200 Erfahrungspunkte. Vielleicht kann man die Greifkraft einstellen. Einmal das hier. Dann wieder das hier. Dieses hier. Das da. Und dann das. Und dann noch. Nein. Jetzt stimmt es. Ja, das war ja auch sehr einfach. Dankeschön, Dankeschön. Zumindest keine Knochenbrüche bei einer Begrüßung. Bonus für vollständigen Abschluss. 4, weiß ich nicht was. Ich glaube, die werde ich noch brauchen, diese Icons dort. Gehen wir mal raus. Sind wir hier fertig, oder? Ah ja, ich habe ja das noch nicht gemacht. Hey, da ist ja noch was. Wieso sehe ich die jetzt? Heute ist ein großer Tag. Prüfung des Zuschusses. Wir sind bereit. Die Arbeit hat beträchtliche Fortschritte gemacht. Ehrlicherweise hätte ich nie gedacht, den Zugaktuator auf ein akzeptables Toleranzniveau bringen zu können. Aber Parker, er ist ein einmaliger wissenschaftlicher Querdenker. Ich wollte gerade ein maßgefertigtes Ersatzteil bestellen, als er vom Eisenwarengeschäft ein Lösungsmittel und eine Zahnbürste mitbrachte. Bang! Aktuatorproblem gelöst. Der Junge ist ein Genie. Ein Genie, das chronisch zu spät kommt. Es ist schon 10 nach. Wo bleibt er? Er kann unmöglich die Prüfung vergessen haben. Ich habe sie enttäuscht, Doc. Welche Prüfung? Hast du nicht abgeschlossen?